Morgen, sagt dieses wunderbare Teil hier. Willkommen zurück. Ja. Tag 28. 4 Wochen. 4 Wochen. Da sagt man extra, komm, lass uns noch mal schlafen gehen, damit nicht so dunkel ist. Was haben wir, Nebel? 4 Wochen. Oh. Und du bist sicher, dass unser Kamin Rauchabzug hat? Sieht nicht so aus. Ich hab doch mal so heimlich ein bisschen rumgebastelt. Da sollte jetzt weniger. Also ich komme hier gerade vor wie im tiefsten Tokio. Ja. Also Smoke Village oder so. Ich sehe gar nichts. Ich habe wieder Kohle gemacht. Wir brauchen ja sowieso Kohle für unseren Meiler hier, ne? Da schmeiß ich mal Kohle rein, ne? Ja. Der spuckt dann Zinnbarren aus. Das ist praktisch. Durch diese schöne, seltsame Öffnung hier. Mhm. Die sieht ein bisschen komisch aus, ne? Die sieht wirklich komisch aus, die Öffnung. Ja, definitiv. Wir bleiben trotzdem bei unserem Plan und gehen im Nebel los. Ja. Kupfer, wir brauchen Kupfer. Ja. Welche Richtung? Ich sehe nichts. Diese dort. Diese jene, welche dort? Ja. Dann lass uns mal Kupfer suchen. Wer hat denn hier? Ich weiß nicht. Ah, guck mal, da ist ein Reh. Du siehst mich nicht. Komm, bleib stehen. Hallo Nixe. Sag mal. Also ich hab nur. Hallo Nixe, haut die mich. Ich hab eine Hirschtrophäe, ne? Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Praktisch. Du hast Gewerkschaft. Ah, nee, Staubsaugervertreter. Hier wird nicht gesaugt. Hier doch nicht. Hat der dich angesaugt? Der wollte. Man sieht ja direkt, wo wir waren, ne? Das ist ja... Man sieht, wo du warst. Nö. Das lässt du jetzt nicht auf dir sitzen, ne? Ach, jetzt habe ich... Was war das? Ich habe IKT aktiviert. Ich bin jetzt He-Man. Das war mir der Bildschirm, ey. Unfassbar. Ich bin jetzt Superman. Super Viking. Super Sau. Aber braucht man die andere? Da steht ein Troll im Walde und brennt vor sich hin. Ach du Scheiße, den haben wir ja auch noch. Da ist ja ein Kupfer. Ja. Ja, aber ist ja nicht schlimm. So brennenden Troll ist ja immer schön. Wird ihm auf jeden Fall nicht kalt. Aber hier mein Tokyo Drift. Ja. Wie heißt das? Skelett war auch toll, oder? Ja, genial. Vor allem, weil er nicht. Der wollte ja absolut nicht sterben. Ja, sterben war, weil ich kann nicht treffen. Aber. Der hatte ja gar keinen Bock, überhaupt anzugreifen. Ich komme hier nicht hoch. Geh doch die andere Seite hoch. Du hast übrigens Verfolger hier. Ach, guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Was habe ich? Also so wie der drauf ist, ist der bestimmt Zeuge. Zeuge? Jehovas. Ah! Habe ich noch ein bisschen Holz? Jehova. Ein bisschen Holz habe ich noch. Ein bisschen Holz hast du noch, das ist gut, weil sonst hätte ich gesagt, hier ist ein Wald. Ja. Es bringt nicht viel, weil Regen. Es regnet. Oh. Ja. Das heißt, der Troll wird dann auch nicht brennen. Weil ist er feucht. So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung war denn jetzt? Das Kupfer? Ja. Ach guck mal, hier liegt noch Holz. Da liegt Holz rum. Ja, hätten wir uns markieren sollen, ne? Ja, aber in dem Moment, als ich darauf eingeschlagen habe, kam gerade ein Troll von hinten. Und du hast nicht gefragt, ob der dir beim Abbauen helfen kann? Nein. Wir hatten da diverse Meinungsverschiedenheiten.
Wieso? Wollte der Troll nicht? Ja, also das mit dem irgendwas hauen, hatte der schon drauf? Ja. Das Problem, dass irgendwas war ich, was er hauen wollte. Ach so, also, Jetzt bin ich aber der Meinung, das ging hier so ein bisschen mehr in die Richtung runter und dann quer durch. Waren wir hier auch? Wie kommst du da drauf? Ich glaube nicht. Auf gar keinen Fall könnten wir hier gewesen sein, hier in die Bäume umfallen. Ich bin mir auch nicht so sicher jetzt eben so, weißt du, so. Aber ich werde mich mal mit Bogen ausrüsten. Pfeile. Pfeile hab ich. Man weiß ja nie hier. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Da sind ein paar Rehe oder Hirsche. Aber die hauen schon ab, die wissen schon warum. Ja. Es wäre halt die Frage, ob hier vorne vielleicht nochmal ein Dungeon ist für Sudling-Kerne. Weißt du? Die wären jetzt auch nicht so verkehrt. Was ist mit der Grabkammer? Wird die nicht, Das weiß ich nicht, ob die respawnt. Das weiß ich auch. Die Kerne da drin, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Okay, ich gehe gerade in eine Richtung, wo ich noch nicht war. Ja, nimm mich doch mit. Nimm mich doch an die Hand. Ich komme wieder zu dir. Ich habe Angst allein im Dunkeln. Was ist denn das? Oh, hier sind andere Pflanzen. Ich habe eine Distel gefunden. Ja, ich auch. Die leuchten jetzt auch nicht mehr. Mhm. Neues Material, Distel. Da hinten sind noch mehr. Ja, holen wir uns die mal, ne? Ja, nehmen wir sie mit. Können wir zum Flughafen bauen. Schön. Freut mich. Also Kupfer wäre, ne, so. Ja, ich suche ja schon, aber wir müssen irgendwie hier, glaube ich, auf die andere Seite von dem... Oder ist das da Kupfer? Hier. Kupfer? Kupfervorkommen. Ich stehe auf einem Kupfervorkommen. Ja, dann lass uns mal... Boink. Wir haben Kupfer gefunden. Wir können jetzt unser eigenes Geld drucken. Kupfergeld? Ja. So, da ist ein bisschen Kupfer. Boink. Du trägst zu viel. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, muss ich das Holz rauswerfen. Oder die Disteln. Irgendwas ist zu schwer. Ich kann doch nicht mal mehr hauen. Steine. Hast du Steine? Ja. Schmeiß die Steine mal raus. Ja, ich werf das Holz, werf ich auch raus, das ist. Du trägst zu viel. Ein bisschen Kupfer in der Tasche und der geht direkt in die Knie. Was ist denn hier los? Da fällt mir ein, ich könnte mal eben ein bisschen was essen. Um mich mal so ein bisschen aufzuheilen. Bevor wieder so ein Trollinger hier kommt. Ein Trollinger? Ja. La. Ich höre hier irgendwas. Oh, da oben sind Gewerkschaftsmitarbeiter. Welche? Die blauen, der kommt runter. Ach, die Zwergen. Die sollen mich nicht stören hier, ne? Also das ist ja, hier. Ich klopp hier gerade mächtig. Alter, wie viele kommen denn hier? Also ich zähle 3. Ja, bei 2 habe ich ja schon platt gemacht. Auf 4? Runter hier, komm runter. Ja, Junge. Was ist denn los mit dir? Komm. Interessant wird es erst, wenn der blaue Troll kommt, ne? Dann wird es...
Also, wir stehen hier eigentlich ziemlich sicher, ne? Ja, eigentlich schon. Der kam runter gerutscht. Wo willst du denn hin? Lass mich nicht allein! Komm her. Ich warte. Ich hol mir die hier oben. Hey, ich wollte die doch. Ach, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, Sakratö. Sakratö! Ich komme hier nicht hoch. Ich suche gerade. Das waren 4. Ich habe jetzt 2 weggekloppt. Einen habe ich weggeklopft. Sind 3. Mir fehlt einer. Hey, ich glaube, der holt den Troll. Uiuiui, dann hauen wir halt noch mal ein bisschen auf den Kupfer rum. Ja, noch solange wir können, ne? Genau. Ist auch blöd, dass die in der Karte nicht angezeigt werden. Also wäre ja auch noch so eine feine Sache. Das auf jeden Fall. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht, ja dann. Woran könnte das denn? Was war das denn jetzt? Ja, irgendwie war das hier ein bisschen buggy jetzt. Bei mir war gerade ein bisschen ruckelig. Ja, ja. Okay, bei dir auch? Dann. Ja, ja. Könnte das Spiel gewesen sein. Oh, ich rutsche. Komm, Kollege. Du könntest auch mal ein bisschen schneller hauen, ne? Ja. Wie soll ich denn da noch dran kommen? Toll, ich buddel mich jetzt quasi nach unten hier. Aber dabei möchte ich doch noch auf den Stück hier über mir kommen. So, komm, gib mir alles, gib mir Kupfer. Ach, verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Du auch nicht? Nee. So, komm schon. Da hoch. Na komm, aha. Du trägst zu viel. Ja, schon wieder was? Ach, da kommt oben wieder einer. Wahrscheinlich zu dir. Okay, ich höre, ist gut? Naja, noch nicht ganz. Jetzt. Er ist mal schön in die Knie gegangen. Ah, da kommt noch einer. Da kommt zu dir runter. Ja. Jo. Wie viel Kupfer hast du jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe gerade Probleme. Oh. Achte. Die Kollegen waren der Meinung, sie müssten ins Wasser zu mir kommen. Ich bin gestorben, natürlich. Ich es hasse. Im Moment nichts. Ich versuche mal wieder im Speedrun zu dir zu kommen. Ja. Alles hier. Einen habe ich noch hier, einen. Einen von den Viechern. Ja, ja. Okay. Da willst du nicht hoch, okay. Die sind noch nicht dumm dabei, ne? Bitte? Die sind auch nicht dumm, ne? So. Die sind mittlerweile ein bisschen intelligenter geworden, ja. Gefällt mir nicht. Nee, mir auch nicht.
Ich pass mal auf deinen Grabstein auf. Jo. Dann könnte ich nämlich in der Zeit... So. Mal ein bisschen die Soundeinstellung mal hier hochdrücken. Okay, so leise. Oh, es geht, es geht. Also ich habe jetzt 12 Kupfer. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Bei dir sind 8 drinne. Dann haben wir 20. Ja. Alter, jetzt habe ich hier mehrere Nixen und ein Wildschwein hinter mir herrennen. Soll ich zu dir kommen? Nö. Da stehen noch mehr Nixen. Ey, wollt ihr mich eigentlich alle veräppeln hier? Ist sowieso, meine Achse ist sowieso kaputt, also von daher. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich sehe jetzt, wo mein Grabstein ist. Was ist das hier? Ist das Kupfer? Nein, das ist kein Kupfervorkommen. Ich denke mal, Kupfer ist da nicht. Ah, ich sehe dich! Hier! Ja. Hier! Hinter dir ist ein Wildschwein! Ohne Nixe! Das Wildschwein macht nach. Boah, komm, mach dich geil. Ich eile, ich eile. Soll ich eben um die beiden kümmern? Danke. Dann hole ich meine Sachen. Daneben, was ist denn hier los? Mensch. Ich fühle mich so nackt, ich muss mich mal eben anziehen. FKK? Nee, weißt du, ich komme aber nicht aus dem Osten, ich habe mich doch noch nicht so dran gewöhnt. Ah, geil. Da räumen wir mal die Werkstatt auf. Beton Paul. Okay, der Kollege hier ist auch bald stumpf. Ja, also meiner ist kaputt. Ich glaube, einen Schlag habe ich noch oder zwei. Das war's, gebrochen. Aber da liegt noch ein Stückchen Kupfer. Nehmen Sie mir. Oh, so oh, oh, wir kriegen Besuch. Was für ein Besuch? Zwergenbesuch. Ach, Zwergen, okay. Hinter dir, hinter dir. Er läuft doch nicht im Kreis, so doof. Bist du selten dämlich, ey. Ah, weg mit der Viecher. Raus mit der Viecher. Ah, da rollt ja noch einer runter. Also ich werde dafür, wir laufen mal Richtung Lager. Ja, bin ich dabei. Also Kupfer haben wir ja jetzt, ne? Also erstmal, ne? Surprise, surprise, jetzt fehlt nur noch der Troll. Das war nicht die Kupferquelle, die ich beim letzten Mal hatte. Nee, ich fühle mich hier auch irgendwie nicht sicher. Also jetzt sage ich dir so, wie das ist, ne? Das ist hier irgendwie, ist das ein bisschen... unschön. Ja, nicht cool. Aber Blaubeeren. Aber Blaubeeren. Oh. Essen. Und er kann nicht über eine Hecke springen. Das schafft er nicht. Scheinbar nicht. Ich bin einem Lagerfeuer, einem nicht brennenden Lagerfeuer hängen geblieben. Ach schön. Oh, das ist auch cool. Das ist auch. Die schweben halt? Ja, das ist ja, ja. Du musst in diesem Spiel, du musst nicht alles verstehen. Das ist. Da ist irgendwas Interessantes. Ein Stein. Ein Stein. Kommst du her? Ach, da ist Besuch. Sag mal, okay. Zwei auf ein immer, ne? Das ist er. Ja, ja. Mist, Mann, ey. Dann latschen wir mal zurück. Gucken wir mal, was wir mit dem Zeug machen können, wenn wir da so einschmelzen, ne? Wir brauchen Kohle, ne? Was ich doofe ist, ey, wir brauchen Kohle, genau. Aber dafür bräuchten wir Sudlingkerne. Das heißt?
Wir müssen... Vielleicht nochmal in die Grabkammer gehen, gucken vielleicht, ob die da respawnen. Wir noch wissen, wo die ist. Du hast das Wildschwein übrigens nicht getroffen. Na, no, mach gar nicht ernsthaft jetzt. Nein. Psst, ist doch tot. Also was? Ich hab's doch erledigt. Tja, Kohle, ne? Ah, guck mal, Gewerkschaftsfuzzi. Schon wieder einer? Ja, aber diesmal hier so einer von den... Achso. Die Roten und die Grünen sind schrecklich. Hä, der ist grau. Oh, das kann man jetzt aber... Oh, so schön politisch sehen alles, ne? Wenn man will. Ja, was ist jetzt, ne? Wenn es da irgendeiner hineininterpretieren will, dann soll er. Da hast du wiederum recht. Mir ist das so ziemlich... Weißt du was? Wenn wir in unserem Bettchen sind, ne? Ja, können wir Knöpfchen drücken. Können wir Knöpfchen drücken? Ist das nicht schön? Ja. Ich würde auch vorschlagen, wir gehen direkt ins Bettchen. Oh, Loch! Ach nee. Wobei, ich habe... Achso, das war ich selber. Ich habe mir überlegt, zumindest ist mir der Gedankengang gekommen, man könnte ja für den Troll so einen Graben ausgraben. Das sollte man sogar. Wo der reinfällt und dann einfach von oben mit Feuerpfeilen beschießen.